Willkommen zum heutigen Gespräch. Wir sind hier beim schamanischen Sommercamp und ich freue mich riesig, heute das Gespräch mit meiner Lehrerin Katja machen zu dürfen. Hallo Katja, wie Hallo. schön. So ganz spontan und ja, noch schnell am Abend vorm Kochen und vorm Essen. In der Abendsonne. In der Abendsonne im Rest, genau. Und die Frage, mit der ich gerne gehe, die mich schon lange beschäftigt und die Frage, die ich bei dir, Katja, gelernt habe, mit der du mich mal auf eine Reise geschickt hast am Anfang. Wie kommen wir in unsere Kraft? Wie bist du persönlich in deine Kraft gekommen? Oder was bedeutet es für dich, in seiner Kraft zu sein? Was sind vielleicht die Dinge, wo du jetzt aus dem Herzen denkst, das wäre jetzt gut mitzuteilen, wo anderen Menschen helfen könnte? Für mich bedeutet, in meiner Kraft zu sein, in guter Anbindung zu sein, in guter Anbindung an all die Kräfte, die uns umgeben, insbesondere auch in guter Anbindung an die Natur, unsere Mutter Erde, die uns nährt und die für uns sorgt, und auch an die Schöpfungskraft, die schützend ihre Hand über uns hält und uns mit Inspiration und ihrem Segen beschenkt. Und mit in diese Verbindung hinein spielen für mich auch immer die Kräfte, die das Medizinrad so schön beschreibt. Die vier Richtungen, die vier Elemente und all die Völker dieser Erde, das Volk der Tiere, das Volk der Pflanzen, das Volk der Steine und auch das Volk der Menschen. Und wenn alles in Fluss ist, wenn alles in Balance ist, dann ist das größte Potenzial des Angebundenseins die größte Kraft. Und wenn ich mich mit allem gut verbinde, wenn ich spüre, dass ich wie in einer Spindel meine Kraft nach oben in den Himmel ragen lassen kann oder den Energiestrom in Verbundenheit mit der Schöpfungskraft spüren kann und auch meine Wurzeln, die ganz tief in die Erde ragen, und das Gefühl habe, dass ich auch von allen Richtungen gut gehalten bin, so dass ich wirklich aufrecht stehen kann und mich selbst gut spüren kann, dann ist der Punkt, wenn ich fühle, dass ich in meiner Kraft bin und dass alles, was um mich herum passiert, gut durchlebt und gehalten werden kann, auch wenn es vielleicht mal einen Sturm gibt. Oder eine große Welle, die mich im Leben durchaus auch mal überrollen könnte. Und dieses Angebundensein, das braucht einfach viel Aufmerksamkeit. Immer wieder ein Hinspüren, ein Wahrnehmen, ein Lauschen in mich selbst. Ob ich wirklich gerade in meiner Kraft bin oder ob ich es vielleicht nur meine und doch noch irgendetwas an dem Rad des Lebens nicht so ganz rund läuft. Denn dann kann es passieren, dass es mich auch mal aus der Kraft schleudert. Und dann braucht es vielleicht wieder eine Zeit, bis ich erstmal wahrnehmen kann, dass ich nicht mehr in meiner Kraft bin. Und dann braucht es auch wieder eine Weile, bis ich zurück in meine Kraft finden kann. Und manchmal braucht es
Zutaten, die einfach naturgemäß uns umgeben. Also Stille, in die Natur gehen, den Boden unter den Füßen spüren, Gespräche mit lieben Menschen, eine Räucherung, um mich zu reinigen, ein Ritual, das mir hilft, mich wieder gut anzubinden an die Kräfte, die mich umgeben. Ja, und manchmal braucht es Hilfe von außen, weil ich es vielleicht in dem Moment alleine nicht schaffe, über die Ressourcen, über die Werkzeuge, die ich kenne und die mir zur Verfügung stehen, wieder in meine Kraft zu finden. Dann ist es gut, andere zu bitten, mich zu unterstützen, um wieder in meine Kraft zu kommen. So wie du das damals getan hast. Ja. Ja, du begleitest jetzt ja auch schon sehr viele Jahre Menschen in gewisser Weise auch in ihre Kraft, wenn sie rausgeschubst sind, so wie ich vor einigen Jahren bei dir gelandet bin, um der Frage nachzugehen, wie komme ich wieder in meine Kraft? Und die Frage hat mich jetzt ja auch schon locker 3 Jahre beschäftigt und ist ein Weg. Und ich bin dankbar für jeden Schritt und für alles, was ich auf diesem Weg lernen konnte. Und ich glaube, das ist auch das größte Geschenk, wenn man das sehen kann, dass das, was man daraus lernt, wenn man rausgeschubst wurde aus seiner Kraft, dass man daraus lernt, wie man wieder reinkommt, dass das ein Geschenk ist, dass man einen Schritt weiterkommt. Ja, es ist einfach ein Weg und das, was es wirklich braucht, das ist die Offenheit, tatsächlich auch diesen Weg zu gehen, die Schritte zu gehen. Und ohne diese Offenheit, ohne die Bereitschaft, treten wir auf der Stelle oder bleiben in der Starre. Mhm. Und ganz oft stupst das Leben uns an über Krankheit, über Symptome, über Dinge, die in unserem Leben passieren, die uns aus der Bahn werfen, eine Trennung vom Partner, der Verlust unseres Jobs, oder manchmal auch das Gefühl, ich bin hier nicht mehr richtig in diesem Job, den ich gerade mache oder in dieser Partnerschaft, die ich gerade führe. Und es wird klar, dass es eine Veränderung braucht. Und wenn wir in diesem Wissen verharren, also wir wissen schon, dass eine Veränderung ansteht, aber wir sind nicht, wir können diese Schritte nicht gehen. Dafür gibt es viele Gründe. Also das ist nicht immer nur Bequemlichkeit, es ist manchmal wirklich ein Feststecken. Wenn wir das nicht schaffen, diese Schritte zu tun, dann stupst uns das Leben eben immer wieder an. Und dann kann es passieren, dass sich unsere Situation verschlechtert und wir irgendwann gezwungen sind zu handeln, weil wir so aus diesem Rad des Lebens herauskatapultiert wurden, dass es dass einfach nichts mehr dort ist, wo es war. Also sozusagen eine vom Leben erzwungene Veränderung. Und wenn wir uns in so einer Phase des Lebens befinden, dann ist es gut, wenn wir die Möglichkeit haben und das Wissen darum, dass wir uns immer wieder anbinden können, um zurückzufinden in das Vertrauen, dass
alles, was passiert, vielleicht manchmal schmerzhaft ist, vielleicht manchmal langwierig ist und manchmal vielleicht auch, wie wir meinen, über unsere Kräfte hinausgeht, aber es letztendlich unserem Wachstum dient und uns hilft, unsere eigenen Grenzen zu expandieren. Ja, und wieder ein Gefühl dafür zu bekommen, was eigentlich alles an Kraft in uns steckt, die wir manchmal verloren glauben oder nicht spüren können. Oder die vielleicht tatsächlich auch gerade versiegt ist. Ja, und dann, wenn wir uns dann auf den Weg machen, um wieder in unsere Kraft zu kommen, dann spüren wir mit jedem Schritt, wie die Kraft zunimmt. Und dann wird es wieder erfahrbar und erlebbar, dass wir sehr wohl kraftvoll sind und dass wir es nur manchmal nicht erinnern können. Ja, ich glaube, das Erinnern ist ein guter Stichpunkt, weil ich habe es auch gespürt in der Ausbildung, wenn man diese Momente hat, wo man spürt, hey, jetzt ist ein Augenblick, wo sich alles vollständig und rund anfühlt, auch wenn es vielleicht noch nicht ganz rund ist, aber man einen Geschmack bekommt von der Kraft, dann hat man auch einen Vergleich, so einen Referenzwert zu spüren, wenn man draußen ist. Und am Anfang ist es ja, ich glaube, viele Menschen spüren gar nicht mal, dass sie außerhalb von ihrer Kraft sind, weil sie dieses Gefühl, in der Kraft zu sein, gar nicht kennen. Und ich glaube, wenn man das mal erlebt hat, dann ist auch ein ganz anderer Antrieb dran, da dran zu bleiben. Dann hat man Blut geleckt und will mehr. Blut? Ja, nicht direkt, aber... Ja, also es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall nicht so, dass wir immer in unserer hundertprozentigen Kraft sind, sondern wenn wir das wären, dann wären wir ja schon möglicherweise erleuchtet oder so. Sondern ich glaube, dass es tatsächlich der Weg ist und auch diese Momente zu spüren, jetzt bin ich gerade absolut in meiner Kraft, dass das ganz wichtige Erfahrungen sind, die wir machen dürfen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie kraftvoll wir sind. Und dass es aber auch immer wieder diese Momente geben darf, wo wir spüren, ja, ich bin nicht ganz in meiner Kraft. Irgendetwas läuft gerade nicht rund in meinem Leben, um dahin zu schauen und um sozusagen Schicht für Schicht uns in unser Innerstes hineinzubewegen, um ganz und gar zu erfahren, wer ich wirklich bin. Letztendlich geht es um dieses Erfahren, wer bin ich eigentlich wirklich und was kann ich alles schaffen, wie viel Kraft steckt in mir und eben auch diese seltenen Momente, wo man wirklich spüren kann, ich bin jetzt in meiner vollen Größe, ich bin in meiner ganzen Kraft. Ist auch eine ganz wichtige Erfahrung, weil uns das möglicherweise motiviert, die Schritte weiterzugehen. Ja, definitiv. Das schätze ich auch so sehr an dir als Lehrerin, dieses Auf und Ab und Wachstumsschritte, dass das Ganze so persönlich und authentisch ist, also zu spüren. Es ist nicht dieses Erleuchtete und auf ewig fest, sondern dass es immer ein Wandel ist. Also dass es
eigentlich gar nicht möglich ist, zu sagen, so, ich mache mich jetzt auf den Weg in meine Kraft und dann bin ich in meiner Kraft und da bin ich und bleibe ich und für immer und ewig, sondern dass es dieser Wechselprozess ist, ne? Rein, dann kommt wieder irgendwas raus. Dann, also ich weiß nicht, siehst du es auch als Geschenk, das, was man daraus lernen kann, dann wieder reinzukommen? Und dieses Wechselspiel, wie du sagst, dass es ein Weg ist, der ja auch irgendwo in Spiralen geht. Ja, der geht in Spiralen und vielleicht auch so ein bisschen in Wellen. Ja, also so spiralige Wellen und so. Also wir können auf unserem Weg immer tiefer tauchen, immer tiefer in uns selbst eintauchen, in all das, was uns wirklich ausmacht, um irgendwann dort zu landen, wo wir uns als vollkommen authentisch wahrnehmen. Und Menschsein bedeutet nicht, dass wir vollkommen sein müssen, sondern es bedeutet, dass wir uns auf den Weg gemacht haben, Erfahrungen zu machen als menschliches Wesen hier in dieser Welt, auf der Erde. Und manchmal ist es leicht und schön und freudig. Und dann gibt es eben Phasen, in denen es vielleicht ein bisschen ruckelt und wo es vielleicht auch Momente gibt, wo wir hadern mit all den Aufgaben, die uns das Leben stellt und mit all den Hürden, die wir tragen müssen und mit all dem, was uns eben nicht leicht fällt und wo wir vielleicht nicht so gerne hingucken. Unsere Schatten, Seiten. Ja. Und die Punkte im Leben, die uns immer wieder anstupsen und sagen, hallo, hier gibt's was zu tun und es braucht Veränderung. Und wir wollen das vielleicht erstmal gar nicht sehen und tun so, als gäbe es das nicht und gucken in die Luft und und ja, und irgendwann klopft's halt richtig an. Und wenn wir uns dem stellen und der Veränderung nachgehen, die da ruft, wenn wir unserem Herzen folgen, dann haben wir die Chance, eben dieses Geschenk einzusammeln, wieder so einen Moment zu erfahren und zu erleben, wie es sich anfühlt, ganz in meiner Kraft zu sein, ganz bei mir zu sein. Und ja, es ist ein Geschenk. Und wenn es nur ein Moment ist, den wir damit einfangen können, ist es etwas, an das wir uns immer wieder anbinden können, an das wir uns immer wieder zurückerinnern können und das uns sozusagen Wegweiser sein kann für den nächsten Schritt, der da auf uns wartet. Und manchmal ist es ganz klar, welches der nächste Schritt ist. Und manchmal tapsen wir so ein bisschen im Dunkeln und wissen nicht so genau, wo es da für uns lang geht. Und hilfreich ist es eben, wenn wir die Erfahrung gemacht haben, wie es sich anfühlt, in der eigenen Kraft zu sein und auch in Verbindung zu sein, dann gelingt es uns, vertrauensvoll diesen Weg zu gehen. Ja, du weißt ja, wie bei Indiana Jones, ne? Die Trittsteine sind noch nicht sichtbar, aber wir setzen unsere Füße einfach ins Leere, wissend, dass von dort unten der Boden sich erhebt und unser Fuß sicher landet. Und so werden wir durch die Dunkelheit geführt. Ja, definitiv. Ja, und in dieses Vertrauen zu kommen, das braucht manchmal lange Zeit, weil wir so gerne am Hadern festhalten, aufs Scheitern zurückblicken und so gerne in der Vergangenheit weilen, anstatt uns ins Hier und Jetzt zu begeben.
Und dieses immer nach hinten schauen, das kann in manchen Momenten sinnvoll und hilfreich sein, aber die meiste Zeit raubt es uns einfach nur unsere Energie. Genauso wie das nach vorne blicken, also dieses ständige Schauen, was kommt als nächstes, wo will ich hin, das ist in Ordnung und es ist auch wichtig, dass wir uns immer wieder auch ausrichten und neu orientieren, wo soll es für mich eigentlich lang gehen. Aber es ist auch wichtig, uns immer wieder bewusst zu machen, dass es wichtig ist, ganz im Hier und Jetzt zu sein, weil nur im Hier und Jetzt kann ich mich wirklich gut spüren und kann ganz in meiner Kraft sein. Ja. Da kam mir letzt vor ein paar Tagen, wo wir abends auf der Wiese lagen und Sternschnuppen geschaut haben, dass auch, wenn man in Gedanken guckt, was war, verpasst man die Sternschnuppe. Genauso wie man nach vorne schaut. Man sieht die Sternschnuppe nur in dem Moment, exakt in dem Moment, wo es über den Himmel saust. Und es ist ein kurzer Augenblick. Ja. Aber man kann sich an den erinnern oder dieses, ich meine, ja, wir hatten da so eine, die war so ganz lang am Himmel. So, das ist ja wie so ein besonderer Moment dann, an dem man sich erinnert, der so raussticht vor allen anderen. Ja. Ja, und wie schön dieses Blitzen und Leuchten dieser einen Sternschnuppe, dieser einer Millisekunde wirklich im Herzen zu bewahren und mitzunehmen und dich vielleicht nach Jahren noch daran zu erinnern, wie das war, als dir diese eine Sternschnuppe begegnet ist. Und das, obwohl es wirklich so ein kleines Aufblinken nur ist. Und trotzdem sich auch bewusst zu machen, was das eigentlich bedeutet, dass da gerade ein jahrmillionenalter Stern verglüht. Und sich das auch bewusst zu machen, wie großartig dieser eine Moment ist. Und wie einzigartig, so wie jeder Moment eben einzigartig ist, den wir in der Gegenwart wahrnehmen. Und ihn wahrzunehmen bedeutet einfach, ganz da zu sein. Und wenn ich ganz da bin, dann gelingt es mir auch, ganz in meiner Kraft zu sein. Das Ganz-Dasein für dich so dieses Zauberwort in Anführungsstrichen? Oder was hilft dir am besten, falls du das überhaupt so sagen kannst, in deiner Kraft zu sein? Also das Ganz-Dasein, das würde ich definieren über mich ganz und gar spüren. Und das bedeutet, dass ich so alle Anteile von mir in den Moment mit reinnehme. Das heißt Körper, Geist, Herz und Seele. Und am allerbesten gelingt mir das tatsächlich bei der Gartenarbeit, wenn ich wirklich in Mutter Erde wühle und mich so ganz hineingebe. Und ich glaube, das ist eigentlich das Zauberwort, die Hingabe. Sich hinzugeben und nichts zu wollen, keine Erwartungen zu haben, nicht zu urteilen, ob irgendetwas gut oder schlecht ist oder richtig oder falsch, sondern sich hinzugeben und die Dinge so anzunehmen, wie sie halt nun mal sind. Das bedeutet nicht, dass man alles super in Ordnung finden muss, sondern es bedeutet, dass ich mich in eine gewisse Demut hineinbegebe, dass das, was jetzt gerade ist, auch wenn es mir vielleicht Unbehagen oder Schmerz oder Angst bereitet, dass das ist, was es braucht, damit ich meinen Weg fortsetzen kann. Und manchmal gelingt mir das besser und manchmal gelingt mir das schlechter, möglicherweise wie bei jedem Menschen. Und irgendwie finde ich das auch beruhigend, dass das so mit auch
eine Eigenschaft von uns Menschen ist, dass wir dieses Werden und Vergehen auch in unserem Lebenszyklus immer wieder auf so eine ganz besondere Art erfahren, dass manche Dinge in unserem Leben entstehen und andere gehen oder manchmal ist es auch ein Ineinanderfließen von verschiedenen Dingen, die kommen und gehen und kommen und gehen. Und das ist Veränderung, das ist halt Veränderung pur und das darf so sein. Das ist schön. Das macht Leben aus. Das ist wie wie das Sinnbild des Schmetterlings. Ja. Der eben auch seinen Weg hat. Oder hier diese Wespenspinne, die wir in dem Zelt gesehen haben, in der Jurte, die am Anfang einfach da war, dann hat sie sich ihr Nest gesponnen, dann war da plötzlich so ein Säckchen, so ein Kokonsäckchen, wo sie ihre Eier reingelegt hat, das hing dann noch hinter dem Netz. Ja, und irgendwann schlüpfen da kleine Wespenspinnen raus. Und das Nest, der Kokon, der wird sich auflösen und die alte Spinne wird sterben und die jungen Spinnen werden heranwachsen. Und wenn sie reif genug sind, dann werden sie selbst ihren Kokon spinnen und ihre Eier dort hineingeben, damit daraus wieder junge Wespenspinnen entstehen können. Ja. Ja, da lacht der Specht. Da lacht der Specht. Ja. Ja, im Prinzip gibst du mit deiner Arbeit auch einen Kokon. So habe ich das noch nie gesehen, aber ja. Für uns Schülerinnen so, irgendwie schon. Ja, vielleicht so eine Art geschützten Raum, in dem ihr die Möglichkeit habt, euch zu entwickeln. Und zu wachsen, bis ihr eben für diesen kleinen Kokon, den ich euch biete, zu groß werdet. Und dann brechen wir den Kokon auf und ihr dürft eures Wegs gehen, bis ihr euren eigenen Kokon bildet, um dort sich irgendetwas entwickeln zu lassen. Und es müssen ja keine Schüler zwangsläufig sein oder Schülerinnen, sondern vielleicht sind es Projekte, Vorhaben, irgendwelche Ideen, die ihr entwickelt, irgendetwas, das ihr durch eure Entwicklung erfahren habt und jetzt in die Welt bringen dürft. So wie du diese wunderbaren Interviews zum Beispiel. Danke dir. Ja, vielleicht ist es wie so ein Kokon, den ich da für euch errichtet habe. Ein Raum, in dem ihr euch entwickeln dürft, in dem ihr wachsen dürft. Und irgendwann seid ihr eben selbst Flügge und krabbelt aus dem Kokon. Raus. Ja, oder ich breche ihn auf, ja. Damit ihr eures Wegs geht und all das, was ihr gelernt habt, all das, was ihr in eurer eigenen Entwicklung erfahren habt, dann mitnehmen könnt und daraus eben ganz eigene Kokons errichten könnt. Und es können Menschen sein, an die ihr euer Wissen, eure Erfahrungen, eure Erlebnisse, eure Werkzeuge weitergebt. Und es können aber auch Projekte sein, Ideen, irgendwelche Vorhaben, Visionen, die ihr umsetzt. Mit dem, was ihr eben im Kokon erfahren habt. Ja.
Ja, und letzten Endes geht es ja auch darum, also jetzt für euch in dem Kokon, in dem Raum, den ich zur Verfügung stelle, dass ihr Werkzeuge an die Hand bekommt, damit jeder für sich herausfindet, was hilft mir denn, in meine Kraft zu kommen? Weil der Weg, in die eigene Kraft zu kommen, das kann so unterschiedlich sein. Und wir Menschen, wir sind halt nicht alle gleich gestrickt. Das heißt, auch die Werkzeuge, die wir dazu brauchen, die können ganz unterschiedlich sein. Der eine braucht mehr Natur, der andere mehr Sicherheit, der nächste mehr Ruhe. Ein anderer lernt mehr über in Bewegung gehen und. Mhm. Und für all das gibt es einfach unterschiedliche Werkzeuge und ich versuche einfach in diesem Kokon einen Raum zu schaffen, in dem ihr alle Werkzeuge mal kennenlernt und ausprobieren dürft. Ja. Um die Erfahrung zu machen, was ist denn eigentlich das Werkzeug, das mir am meisten hilft, in meine Kraft zu kommen? Und das kann sich natürlich auch von Lebenssituation zu Lebenssituation verändern. Hm. Manchmal brauchst du das eine Werkzeug und dann tut's der Hammer einfach nicht mehr. Dann brauchst du vielleicht doch eine Bohrmaschine. Also so ganz sinnbildlich gesprochen. Ja. Aber ich empfinde diese ganzen Tools, die ich euch zusammengestellt habe, tatsächlich wie so ein Werkzeugkoffer, weil er eben auch darauf ausgerichtet ist, dass es Situationen im Leben gibt, wo ihr auf Werkzeuge zurückgreifen könnt, die ihr irgendwann mal gelernt habt, die ihr vielleicht bislang überhaupt nicht benutzt habt, weil es irgendwie gefühlt nicht gepasst hat oder ja, ganz oft höre ich ja so, ach, das ist nicht so meins. Und irgendwann kommt ein Zeitpunkt, wo du merkst, ja, aber es ist genau das, was ich jetzt gerade brauche. Und Mensch, ich weiß sogar, wie es geht. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Magie hinter dem Ganzen. So für alle Situationen, nicht unbedingt von Grund auf gewappnet zu sein, aber eine Idee davon zu bekommen, was es bedeutet, was ich mit diesen Werkzeugen anstellen kann. Und auch einen gewissen Respekt oder eine gewisse Ehrfurcht zu haben von dem Gebrauch der Werkzeuge, insbesondere der rituellen Werkzeuge. Weil wir eben auch in der Ausbildung ja immer wieder die Erfahrung machen, dass es gut und sinnvoll ist, wenn wir uns zum Kanal machen, uns führen lassen und in Hingabe dienen, damit diese Werkzeuge sinnvoll eingesetzt werden. Und wichtig ist es einfach, das in Ehrfurcht zu tun, damit wir nicht in die Verlegenheit kommen, diese Werkzeuge zu missbrauchen für unser Ego, für sowas wie unsere Eitelkeit. Ja, all diese Dinge, die manchmal dazu führen, dass wir uns hinreißen lassen, etwas zu tun, wovon wir möglicherweise schon eine Ahnung haben, dass es uns aus unserer Mitte katapultieren könnte und auch nicht dienlich ist für andere, für das Leben, für mich selbst. Ja, und deshalb ist es mir auch wichtig, euch immer wieder daran zu erinnern, achtsam mit den spirituellen Werkzeugen, die ihr lernt, umzugehen. Ja, für mich ist es ein Gefühl, so
ja, wie die Spindel, die Anbindung, wo du gesagt hast. Ich finde, das ist so einem größeren Ganzen dienen. Hm. Wie zum Kanal machen, das im Unterschied zu Ego, sage ich jetzt mal. Es hat eine andere Qualität. Mhm. Und diese Ehrfurcht, ja, und gleichzeitig auch diese enorme Ermunterung von deiner Seite, den eigenen Weg zu gehen und den eigenen Weg zu finden. Und ich glaube, das ist fast das Wichtigste, was man braucht, den Mut zu finden und das Vertrauen zu finden. Mhm. In den eigenen Weg. Also auch das Vertrauen zu finden, dass man es schafft, den eigenen Weg in die eigene Kraft zu gehen, weil den Weg kann einem ja niemand abnehmen. Den kann einem auch niemand zeigen, weil, also ich kenne ja den Weg auch nicht, den du gehen musst zum Beispiel oder den du gehen darfst. Das ist ja etwas, das braucht tatsächlich deine Achtsamkeit, da reinzulauschen in dein Herz und zu spüren, was sagt denn das Leben zu mir? Was sagt denn mein Inneres? Was ruft mich denn tatsächlich? Wo spüre ich Leidenschaft? Wo spüre ich Hingabe? Wo spüre ich Freude auch und Genuss und Liebe? Weil die braucht es einfach, wenn wir in unsere Kraft kommen wollen. Ja, und bei dir ist ganz viel Liebe drin. Mm. Bei der Arbeit und bei der Art und Weise, wie du uns begleitest. Mm. Das habe ich auch jetzt beim Sommercamp gespürt. Und zum Thema eigenen Weg finden fand ich es auch total spannend, weil die Schülerinnen ja alle einen Workshop kreiert haben für dieses Sommercamp, für die anderen Teilnehmer. Mhm. Und wie unterschiedlich diese Workshops ausgefallen sind. Ja, eben weil wir Menschen unterschiedlich sind und weil jeder für sich geschaut hat, was passt denn zu mir und wo kann ich mich wirklich hineinbegeben und was kann ich wirklich mit Hingabe tun. Und ja, du hast dir ja mit deinem Workshop auch nicht gerade eine einfache Aufgabe ausgesucht. Und das ist sowas, was mich mit Freude erfüllt, zu sehen, dass jetzt zum Beispiel du den Mut hattest, da ganz dem zu folgen, was sich dir eben gezeigt hat. In einer schamanischen Reise und in noch einer schamanischen Reise und in Kontakt mit den Spirits. Und da wirklich auch ganz klar geworden bist und eben die Werkzeuge genutzt hast, die du so gelernt hattest und die ja auch genau das tun sollen, nämlich hilfreich sein, um uns sozusagen im Lebensalltag zu unterstützen, unseren Weg gut gehen zu können. In Freude und wahrhaftig und authentisch mit allem, was dir jetzt auch entspricht. Und dieser Workshop hat dir total entsprochen und es war spürbar. Und dann ist es auch möglich, in die eigene Kraft zu kommen. Und das ist total schön, das zu sehen. Ja, also für mich war das eine Freude und eine Ehre, das jetzt am Sommercamp so zu erleben. Danke dir. Ja, sehr gerne. Ja, eine Riesenermunterung für die Menschen, die zuhören, sich zu trauen, ihren eigenen Weg zu gehen. Oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich finde, das ist auch so wichtig, dass wir uns trauen, diesen Weg zu gehen. Und manchmal, wie gesagt, manchmal geht es einfach nicht, aus welchen Gründen auch immer.
dann ist es gut, sich Unterstützung zu holen und jemanden, der einen ein bisschen stupst und sagt, hey, mach deine Schritte, geh sie, du kannst es, du schaffst es. Und es gibt Werkzeuge, die dich dabei unterstützen können. Und es gibt Menschen, die dich dabei unterstützen können. Und also das muss nicht unbedingt ich sein, sondern es gibt ganz viele Menschen, die ja ähnlich auch arbeiten, auch um die Menschen auf ihrem Weg zu begleiten. So wie du das ja auch machst. Mhm. Und wichtig ist nur, sich da ein Herz zu fassen und zu sagen, okay, ich stecke gerade fest. Es gelingt mir nicht, mich weiter zu bewegen auf meinem Weg. Es gelingt mir nicht wirklich, ins Wachstum zu kommen. Dann hole ich mir Hilfe, damit ich es leichter habe. Denn es darf auch leicht sein. Ja, und Freude machen. So und Freude hier. Machen, ja. Genau, so wie hier. So wie hier. Ja, und hier ist auch ganz viel diese kindliche Energie durch die vielen Kinder und Jugendlichen. Und das ist ganz wunderbar, weil wir Erwachsenen, wir können so viel lernen von diesen jungen Menschen, was Spontanität und natürliche Anbindung betrifft. Und deshalb ist es so wertvoll, dass diese Kinder und Jugendlichen hier mit dabei sind und uns daran erinnern, wie es ist, sich einfach ins Kindsein hineinzubegeben, sich fallen zu lassen und spontan das zu tun, worauf das Herz jetzt gerade Lust hat. Ja. Ohne darüber nachzudenken, darf ich das, kann ich das? Ach, aber eigentlich habe ich doch noch diese und jene Verpflichtungen. Ja, sondern einfach spontan zu entscheiden. Und das ist was uns im Lebensalltag manchmal nicht gelingt, weil wir so gerade auch in unserer westlichen Kultur so eingebunden sind in diese gesellschaftlichen Normen und uns auch schon daran gewöhnt haben, uns immer ein Stück weit zu beschneiden, anstatt uns dem Leben hinzugeben, auch wenn es vielleicht gerade nicht der gesellschaftlichen Norm entspricht. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, auf dem Weg in die eigene Kraft, den Weg zu gehen, der vielleicht der gesellschaftlichen Norm nicht entspricht. Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, ja. Vielleicht auch ein Stück Wachstumschance. Ja, ich glaube auch ein Stück zurückgewinnen der Freiheit, die wir mal hatten. Mhm. Wie du es gesagt hast, gerade wenn man jetzt unser jüngstes Camp-Mitglied mit 2,5 Jahren sieht, wie natürlich und angebunden der unterwegs ist, können wir uns alle eine Scheibe von abschneiden. Wir lassen ihn lieber ganz. Ja, definitiv. Ich weiß, was du meinst. Also wir können davon ganz viel lernen. Wir können davon einfach lernen, wieder mehr auf das zu vertrauen, was wir wahrnehmen und was wir spüren und was wir auch an Sehnsucht in uns tragen. Ja, das ist was wir ganz schnell wegschieben in unserem Lebensalltag, unsere Sehnsucht, unsere Wünsche, unsere Visionen. Ganz oft gestehen wir uns das nicht zu, dass wir Wünsche haben, die vielleicht eben nicht auf den ersten Blick nicht vereinbar sind mit unserem Lebensalltag oder Lebensrhythmus und die aber auf den zweiten Blick, wenn wir uns wirklich intensiv damit beschäftigen, sehr wohl eine Chance bieten, in die Veränderung zu gehen auf eine Art und Weise, die uns erfüllen kann. Wo wir wirklich wieder unser Herz spüren können, unsere Freude, unsere Leidenschaft auch, unsere Hingabe und das Leben. Ja, das gute Leben.
Ja. Ja. Liebe Katja, ich danke dir ganz herzlich. Möchtest du noch abschließend, weiß nicht, hast du noch was, was dir ganz wichtig ist oder Worte? Ich möchte noch mal die Gelegenheit geben. Vielleicht, was ich immer ganz wichtig finde, das ist auch daran zu erinnern, dass wir Vertrauen lernen können. Ja, dass das nichts ist, was man hat oder nicht hat, sondern wenn wir es vielleicht im einen Moment nicht haben, dass wir da in unsere Werkzeugtasche greifen können, um uns zurückzuerinnern und es, dass wir das üben können, ins Vertrauen zu kommen und dann auch üben können, über längere Wegstrecken auch im Vertrauen zu bleiben und in der Anbindung zu bleiben. Also es ist immer Hoffnung da. Wie schön. Ich danke dir. Ich danke dir, Sabine. Vielen Dank. Total schön. Ja. Freut mich, dass es noch geklappt hat. Ganz lieben Dank. Jetzt dürfen wir Hoffnung haben auf ein gut gekochtes Abendessen.